der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze. Hallo, einen schönen guten Abend, Carola. Hallo, meine liebe Vera. Ja, wir zeichnen unseren Podcast heute zu einer ganz ungewöhnlichen Zeit auf. Deswegen begrüßen wir uns heute mit einem schönen guten Abend. Sonst war es immer guten Morgen. Genau. Und zwar deshalb, weil wir heute einen ganz tollen Gast haben. Auf den haben wir uns jetzt wirklich schon sehr gefreut. Und zwar ist es der Dirk Schrader, der Leiter des Tierärztlichen Instituts für angewandte Kleintiermedizin in Hamburg, was übrigens gerade seinen 50. Geburtstag gefeiert hat. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen, Herr Schrader. Ja, hallo. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Wir haben ja vor einiger Zeit, unsere Zuhörer wissen das, einen Podcast gemacht über die neue Gebührenordnung der Tierärzte und haben im Zuge des Podcasts halt gesagt, wir wollen da jetzt nicht nur drauf meckern, es ist, wie es ist, wir können es nicht ändern, aber man kann als Hundebesitzer oder überhaupt als Tierhalter eine Menge tun für die Gesundheit des Hundes und man kann auch eine Menge tun, wenn ein Hund erkrankt ist, an Dingen, die alternativ sind. Und im Zuge unserer Recherchen sind wir dann auf Sie gestoßen, Herr Schrader, und haben uns auch immer wieder auf so ein paar Dinge bezogen. Wir haben also einerseits gesagt, eine ganz wichtige Säule bei der Erhaltung der Gesundheit ist natürlich, dass der Hund ein entspanntes Leben führt, dass der wenig Stress hat. Dafür sind wir unter anderem zuständig, dass wir halt den Menschen erklären, wie man das Zusammenleben mit dem Hund harmonisch gestalten kann und wie man den Hund so anleiten und führen kann, dass der sich einfach gut und wohl fühlt. Und das ist so eine ganz wichtige Säule. Und dann hat man über Ernährung gesprochen, aus unserer Sicht auch eine ganz, ganz wichtige Thematik. Ich habe vor vielen, vielen Jahren von Ihrer Kollegin Jutta Ziegler aus Österreich dieses Buch gelesen, Hunde würden länger leben, wenn. Und das hat ja vorne gleich auf dem Cover so drei provokante Schlagzeilen. Totgeimpft, fehlernährt, medikamentenverseucht. Und ja, das ist das, was wir auch in unserer Praxis erleben, dass halt die Hunde irgendwie, wenn die eine Behandlung bekommen haben, ziemlich krank danach sind, dass der Darm kaputt ist und dass sie dann schlimme Allergien bekommen. Und das hat dermaßen zugenommen in der letzten Zeit, dass wir das natürlich jetzt auch sehr spannend finden, da mit Ihnen mal drüber zu reden. Und da ist auch sicherlich eine ganz wichtige Sache dabei, dieses Thema der Zecken. Und wir hatten halt unter dem letzten Podcast, wo es auch um Zecken ging, ein Kommentar drunter, da wurde uns halt vorgeworfen, wir würden leichtfertig mit diesem Thema umgehen, was uns natürlich überhaupt gar nicht, also was wir überhaupt gar nicht wollen, sondern es ist ja ganz wichtig, was zu tun, dass der Hund nicht von den Zecken gebissen wird. Aber unserer Meinung nach ist diese Tablette, die der Hund da kriegt, wo die dann tot von ihm abfallen, völlig sinnfrei für meinen gesunden Menschenverstand. Und der Hund wird einfach nur vergiftet und nicht nur mit diesen Tabletten, sondern auch mit diesen Spot-Ons, die es da gibt. Und wenn so eine Zecke sich festbeißt am Hund, dann ist es doch eigentlich zu spät. Ja, vielleicht können Sie da mal was zu sagen aus Ihrer Erfahrung und was man machen kann, wenn der Hund halt durch die Zecke mit irgendwas infiziert wurde, weil die können ja wirklich viele gruselige Sachen übertragen, ne, an Krankheiten. Ich kann Ihnen was dazu sagen. Zunächst mal zu Ihrer Sache mit der GOT. Sie können durchaus was machen. Sie sagen einfach, Sie können dazu nicht, da können Sie nichts machen. Das stimmt nicht. Gehen Sie doch einfach nicht zum Tierarzt, sondern entscheiden Sie selbst über die Gesundheit Ihres Hundes. Genau. So vermeidet man die GOT. Ich habe mir ja... Sehr gut. Ja, Spaß muss sein. Man muss aber sagen, ich habe ja einen offenen Brief an die Bundestierärztekammer geschrieben. Und habe Ihnen gesagt, dass das nicht in Ordnung ist. Also in einer, das können Sie auch nachlesen auf der Webseite Kritische Tiermedizin oder Telegram war es auch. Und zum Schluss habe ich gesagt, dass Ihre schlichte Denkweise, also die der Bundestierärztekammer, dazu führt, dass hier ein Turbokapitalismus angekurbelt wird. Ja. Das hat mir, haben die mir übel genommen und haben mich angezeigt. Wegen Beleidigung. Aber nun kann man ja eine Gruppe wohl schlecht anzeigen. Aber ich nehme das mal zum Anlass zu sagen, Moment mal. Die Gebührenordnung ist
für sich selber eine Schande, wirklich eine gesellschaftliche Verirrung, völlig aus der Zeit gefallen sowieso und ist ein Hebel, um in dieser Gesellschaft viel Nutzen zu erzeugen für diejenigen, die diesen Nutzen wünschen und viel Schaden anzurichten, die sich nicht wehren können. Denn 70% derer, die heute Hunde halten, und das wissen wir aus sich gesicherten Statistiken, sind Menschen, die ein kleines, geringes oder höchstens mittleres Einkommen haben. Und die dieser Wucht von Forderungen plötzlich, die jetzt auftreten, in den tierärztlichen Praxen gar nicht gewachsen sein können. Wenn jemand zum Tierarzt geht, weil er von einem Insekt gestochen wurde, das wurde mir neulich berichtet, glaubhaft berichtet, stellt seinen Hund auf den Tisch und dann guckt der Tierarzt oder Tierärztin die an und die geht dann nachher wieder raus und muss 300 Euro dafür bezahlen, dann muss ich sagen, das geht zu weit. Also hier ist der Schlüssel für eine furchtbare Entwicklung gelegt. Also ich muss sagen, für mich ist das nicht akzeptabel. Ich habe auch gesagt, wir machen da nicht mit. Wie die auch immer reagieren, es heißt ja immer, das ist Gesetz und wenn man sich gegen Gesetze vergeht, dann kann man Strafen einfahren. Das ist möglich, aber muss man sehen, mit wem man eben wie verhandelt. Es haben sich sehr viele Kollegen bei mir gemeldet daraufhin, die gesagt haben, schade, Sie haben recht, wir können das nicht machen, wir müssen uns schämen, solche, auch die niedrigsten, die untersten Preise zu nehmen. Das haben wir bisher nie gemacht und wir werden auch weiterhin das so nicht machen können, denn sonst bleibt unsere Praxis leer. Die Erfolge ist nämlich tatsächlich dann, dass die Menschen nicht mehr zum Tierarzt gehen können, weil sie Angst haben. Und machen irgendwas, irgendeinen Quatsch oder machen das vernünftig. Und ich denke mal, das Stichwort heißt selbstbestimmte Medizin. Das ist etwas, was wir schon seit Jahren propagieren und sagen, denkt mal nach. Ihr könnt selber entscheiden. Wir wissen um das Problem der Parasitenbelastung. Wir wissen auch um das Problem der bakteriellen Einflüsse. Man hat Mittel und Wege, dem wirklich in vernünftiger und gebotener Weise aus dem Wege zu gehen. Darüber können wir nochmal sprechen. Unbedingt. Aber zum Thema GOT muss ich Ihnen sagen, nach wie vor halte ich dieses Elaborat der Bundestierärztekammer für eine Schande. Ja. Und Sie werden ja sehen, was passiert. Diejenigen, die große Praxen haben, die werden dabei die großen Gewinner sein. Die Medizinindustrie und die Pharmaindustrie machen größere Gewinne. Das haben die zwar nicht verstanden, die mich da kritisiert haben. Aber wenn Sie nach Amerika schauen, dann wissen Sie, dass sich dort also der Markt der Praxen verkleinert. Es läuft alles darauf hinaus, dass nur noch große Zentren entstehen, wo wirklich hingelangt wird. Und das wird hier auch so sein, vermute ich mal. Also ja. Sie wissen ja, dass Praxen aufgekauft werden, wenn die Besitzer so ein bisschen älter geworden sind. Bei mir waren die übrigens auch die Brüder von Mars oder wie diese Leute heißen. Das ist so ein Konzern, die kaufen also Praxen auf. Ja, unglaublich. Und Nestle noch, ne? Nestle, Mars auch, ja, und so weiter. Und oder andere sind auch andere Investorengruppen. Und die haben mir erklärt, dass die Marge dieser Investoren, das heißt die Gewinnspanne, liegt, wenn sie tierärztliche Praxen aufkaufen, bei mindestens 30%. Wow. Das müssen Sie sich mal vorstellen, dass man heute so mit lebenden Wesen, mit einer Gesellschaft umgeht und sie regelrecht ausplündert. Also da habe ich kein Verständnis für, muss ich sagen. Nee, haben wir auch nicht. Also das ist ja, dann gehen Sie doch einfach nicht mehr zum Tierarzt. Ende. Nö, ich sowieso nicht. Ich war ja gerade am Wochenende notfallmäßig. Ich hatte Sie ja angeschrieben. Ja, ach, Sie waren das. Ja, genau. Ja. Mit meinem Hund in zwei Tierkliniken und das hat mal eben locker 1500 Euro gekostet. Ne? Das kann sich auch mal nicht jeder leisten. Und aber wenn Sie gesagt hätten, das habe ich nicht, was dann? Der hat gesagt, nö, kann ich Ihnen, nicht. Kann ich Ihnen tatsächlich nicht sagen, was dann gewesen wäre. Also die einen haben gleich probieren Sie es doch mal aus. Probieren Sie es aus. Ich könnte auf Raten zahlen, wurde ach mir so angeboten. Geht das, so geht das. Ja, 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 klar. Sie können sich auch hinschauen und sagen, nee, sowas bezahle ich nicht, das tut mir leid, das ist unfair. Super. In jeder Hinsicht ist das asozial, unsozial, asozial nicht, aber unsozial. Und das haben Sie vor jedem Gericht bestanden, also das ist auch kein Problem. Wenn man sich sowas anhören muss, denke ich auch, oha, naja. Auf jeden Fall sprengt das die Möglichkeiten der normalen Hundebesitzer total, damit Sie das mal wissen. Ja, ja. Also, wissen Sie, wir leben schon seit 50 Jahren in einer Gegend im Osten von Hamburg. Da wohnen ganz normale Leute und die haben, denen guckt nicht das Geld von Ohren wieder raus. Und das sind keine Großverdiener und sind ganz normale Menschen. Und wenn man die nicht mit dem normalen und dem unteren Gebührensatz berechnet, wenn man denen das nicht berechnet, dann kommen die mit sowas überhaupt nicht klar. Die sagen, dann kann ich nicht mehr. Schluss, Ende. Denken Sie an die alten Menschen, besonders die, die Renten beziehen. Und wenn Sie heute mal jemand fragen, sagen wir, wie hoch ist Ihre Rente eigentlich?
dann sagt Ihnen die Mehrzahl derer, die jetzt als Rentner mit Hund kommen, ja, also 800, 900 Euro kriege ich Rente oder vielleicht mit meinem Mann zusammen habe ich 1250. Aber davon muss ich unser Leben bestreiten und dann noch den Hund und den Tierarzt. Das geht nicht. Das ist kriminell und das ist einfach die ganze Idee ist, entstammt ja dieser neoliberalen Doktrin. Naja, da haben wir schon oft drüber gesprochen, der sich die Bundesregierung offensichtlich auch verschrieben hat in dieser Gesellschaft, scheint irgendwie, Sie wissen ja, was überall passiert. Ja. Irgendwo sagen die Menschen, nee, es geht so nicht. Und wenn sich die Tierhalter nicht wehren, ja, was passiert denn dann? Dann geht das immer so weiter oder wie? Und dann haben sie bald keine Hunde mehr. Dann wird die Hundepopulation in Deutschland drastisch sinken. Also das nur zum Thema GOT. Das befürchte ich auch. Und ich habe tatsächlich neulich von einer Freundin gehört, die ist mit einer Tierärztin sehr eng befreundet. Die Tierärztin ist fix und fertig, weil sie hat gesagt, sie hat noch nie in ihrer langjährigen Praxiszeit so viele Hunde einschläfern müssen, weil die Leute einfach sagen, schläfern Sie den ein, ich kann die Behandlung nicht bezahlen, ich kann die OP nicht bezahlen. Oder die kommen mit Hunden, die schon so schwer krank sind, dass sie gar nichts anderes mehr tun kann. Also die hat gesagt, ich kann nicht mehr lange als Tierärztin arbeiten, weil das so gegen einen Strich geht. Also für die Tierärzte ist es ja auch schlimm, sowas machen zu müssen. Also da weiß ich auch nicht, wo die Entwicklung hingeht. Und Sie haben recht, also eigentlich müssen sich die Tierbesitzer dagegen auflehnen und wehren. Einen anderen Weg gibt's nicht. Oder halt über den Tellerrand gucken und nach Alternativen suchen. Diese Alternativen liegen auf dem Tisch und wir nennen dieses Programm schon seit Jahren selbstbestimmte Medizin. Das fängt aber an bei der vernünftigen Ernährung des Hundes. Genau. Was empfehlen Sie da? Das sprechen wir noch gar nicht drüber. Das ist also das Erste, was man machen kann. Das vernünftige Ernährung ist eine Überschrift, da komme ich gleich drauf. Dann müssen Sie mal sich darüber im Klaren sein, dass Sie viele Erkrankungen vermeiden, auch im Sommer, indem Sie also nicht etwa Spot-on-Präparat oder sonst was geben, um Ihrem Hund zeckenfrei zu halten. Das können Sie alles ganz anders machen. Mhm. Und Sie können regelmäßig dafür sorgen, dass Ihr Hund keine allzu starken Belastungen im Körper hat. Belastungen sind ja, die Krankheiten auslösen, Bakterien, Viren, Pilze, Gifte und Parasiten. Also mehr gibt's da ja offensichtlich nicht. Und Gifte, das habe ich ja übrigens auch gerade schon gesagt. Und das ist etwas, wo man sich mal sehr genau darüber im Klaren werden muss. Wenn man das reduzieren will, dann muss man einfach bestimmte Schritte gehen. Das kriegen Sie aber allerdings nicht in der Schulmedizin, ganz klar. Ja. Also fangen wir mal an mit der Ernährung. Mhm. Die kennen ja den Begriff Karnivore. Ja. Fleischfresser, nicht? Genau. Wissen Sie, wenn jemand sagt, das ist ja ein Fleischfresser, also muss er Fleisch haben, dann kann ich nur sagen, das ist ein schwerer Irrtum. Dieser Begriff Karnivore wurde vor 200 Jahren geprägt von Leuten wie Herrn von Humboldt. Und die hatten keine Ahnung von Ernährungsphysiologie. Und wenn Sie heute einem Lebewesen, Hund oder einer Katze, nur Fleisch geben, dann sorgen Sie dafür, dass diese Tiere krank werden. Und das sehen wir ja jeden Tag und immer wieder. So, ein Hund ist auch nur ein Mensch, sag ich schon seit 100 Jahren. Nein, seit vielen Jahren. Und der Mensch ist ja auch nur ein Hund. Es gibt inzwischen auch Bestrebungen von bestimmten Wissenschaftlern, die sagen, okay, wir müssen eine Bewegung schaffen, die Veterinärmedizin, die Humanmedizin, die Zahnmedizin und auch die Heilpraktikermedizin zusammenfasst. Diese Bewegung heißt One Health. Haben Sie da schon mal was von gehört? Nee, tatsächlich nicht. Ich auch nicht. Und da gibt es also auch, sagen wir mal, inzwischen vernünftige Leute, die versuchen, das zu ändern, was sich hier in diesem Land abspielt. Und man weiß zum Beispiel auch tatsächlich, dass Hunde einen Stoffwechsel haben, der praktisch identisch ist mit dem des Menschen. Aber die Bedarfsnorm, was ein Hund wirklich braucht, das weiß man schon seit den 70er Jahren. Da gab es in der Tierärztlichen Hochschule in Hannover einen Professor Meyer, den nannten die auch noch den Ernährungsmeier, der hat es sich also hingestellt, ja, und hat dann also ein Buch geschrieben, Ernährung, Hunde und Katzen, und da stellt man fest, dass die Bedarfsnormen genau die gleichen sind, wie das Menschen beim Katzen ist. Da Katze ist vielleicht ein bisschen anders, aber nicht grundsätzlich. Da gibt es bestimmte Aminosäuren, die so eine Katze auch haben muss, die sollen immer Fisch kriegen, jawohl, bei uns gibt es übrigens freitags auch immer Fisch, weil es sich um bestimmte Versorgungsnotwendigkeiten handelt. Und wenn man weiß, dass ein Hund auch nur ein Mensch ist, dann wird man ihn wahrscheinlich auch so ernähren wie ein Mensch. Sie müssen den ja nicht dauernd mit Chilischoten ernähren, sondern mit einer vernünftigen, mitteleuropäischen, kindergerechten Nahrung. Und das versuchen wir unseren Kunden beizubringen. Und es gibt Leute, die nehmen das auf. Manche nehmen das nicht auf, weil es ihnen einfach zu kompliziert ist. Die kaufen dann Trockenfutter oder Nassfutter und scheren sich direkt drum, was da drin ist. Und das Ergebnis ist,
erschüttern, weil sie irgendwo genau wissen, irgendwann kommen die an, dann haben die diese chronischen Durchfälle, dann haben sie diesen wahnsinnigen Juckreiz und die wissen nicht warum. In diesen Stoffen, die sie heute kaufen, in diesen Nahrungsmitteln sind ja Stoffe drin, die für die Farbe sorgen, für den Geschmack sorgen, für die Haltbarkeit. Das sind alles eine Unzahl chemischer Stoffe, die nicht gesund sein können und ob es bestimmt nicht gesund sind. Es gibt übrigens ganz wenige Firmen, die das begriffen haben. Wir haben solche Firmen ja auch kennengelernt. Also Raiko zum Beispiel oder Aras oder gibt es noch ein paar mehr, die haben festgestellt, dass man also Nahrung auch ohne Chemie auf den Markt bringen kann. Das Problem ist, sie, naja, inzwischen nicht mehr, aber doch im Wesentlichen ist in diesen Futtermitteln zu viel Fleisch drin. Also sie überschreiten grundsätzlich die Bedarfsnormen und wenn da steht, großartig, wunderschön, 95% Fleisch, denkt Elfriede Meyer, oh, das ist ja toll und kauft das. Das ist aber eigentlich, wie gesagt, unphysiologisch und dummes Zeug und ist sogar schädlich. Wie viel Prozent Fleisch sollte denn drin sein? Also ein Hund sollte, Sie müssen sich mal vorstellen, was essen Sie denn? Wie essen Sie denn mit dem Teller? Ne? Kein Fleisch. Ich esse nur Fisch. Ja, prima, ich auch inzwischen. Aber wenn Sie sich mal vorstellen, was auf dem Teller ist, dann ist das ja auch für kindergerechte Nahrung zu halten, wenn man eine kleine Menge Fleisch oder Fisch auf den Tisch geht, viel Gemüse und ein paar Kartoffeln. Also jetzt mal so sagen, es ist eine ganz normale Ernährung, die man Kindern serviert, wenn sie aus der Schule kommen. Okay. Es sei denn, die Leute sind einfach nur doof. Dürften überhaupt keine Kinder haben, weil sie sie nicht ernähren können. Das ist, muss man aber auch mal sagen, was gibt es tatsächlich auch. Oh ja. Und das Schlimme ist, dass durch bestimmte mediale Einflüsse natürlich der Tierhalter, der sich freut, einen kleinen Hund sein eigen zu nennen, plötzlich im Fernsehen überschüttet wird mit entsprechenden Ratschlägen. Und diese Ratschläge, die verkürzen also das Leben des Hundes eindeutig. Und da sage ich Ihnen das ehrlich, das ist... Ich habe auch keine Lust dagegen anzuschreien. Ich habe das mal erlebt, da fing ich an, darüber nachzudenken und es auch meinen Kunden zu sagen, dass man eigentlich auf die Ernährung achten müsste. Und ich erinnere mich noch sehr genau, das ist vor sehr langer Zeit gewesen. Da war eine ausgesprochen hübsche Frau in meine Praxis gekommen mit ihrem Hund. Und der hatte irgendwas, ich weiß immer nicht mehr was. Und in diesem Zusammenhang sagt ihr, wissen Sie, ich würde mir Ihnen raten, mal Ihren Hund anders zu ernähren. Ich fragte mich, womit sie den ernährt. Ja, mit Trockenfutter oder so. Und da merkte ich, dass die mir nicht zuhörte. Die war mit ihren Blicken woanders und dachte wohl, er nervt. Und habe ich sie gefragt, sagen Sie mal, interessiert Sie das eigentlich, was ich sage? Das sagt die, nee. So, diese Leute gibt es. Mhm. Und zwar gibt es gar nicht zu knapp. Die gibt es wirklich. Mhm. Wir kennen das auch. Und dann sagen, ja, dann tschüss und auf Wiedersehen und hoffentlich kommen sie nicht wieder. So. Aber inzwischen hat sich die Uhr ein paar Mal gedreht und da muss ich einfach sagen, immer mehr Leute begreifen das und immer mehr Leute sind eigentlich auch ansprechbar, was das anbelangt. Nur stellen Sie sich mal vor, in einer Praxis, wo man eine halbe, dreiviertel Stunde mit einem Kunden über Ernährung redet, das geht gar nicht. Nee. Das kriegen Sie, also wir kriegen es nicht hin. Und da haben wir uns so überlegt, wie machen wir das? Und ein großes Glück ist uns widerfahren. Wir haben vor ein paar Jahren uns mal mit der russischen Quantenanalytik beschäftigt. Wissen Sie, was das ist? Nee. Also Quantenphysik sagt mir was, aber Quantenanalytik, ob das nochmal was anderes ist? Bioresonanz? Das ist die Ecke, genau aus der Ecke kommt das. Und zwar hat Albert Einstein ja vor 50er Jahren mal gesagt, jetzt beginnt in der Medizin die Zeit der Schwingungen. Das hat übrigens keiner verstanden damals, weil die westliche Welt sich ja der Chemie und der Pharma zugewandt hat. Die Russen haben das aufgenommen und haben praktisch haben die Physik, das ist ja Physik, eingebaut und haben also die Medizin mehr in diese, sagen wir mal, physikalisch betrachtet. Gut, das ist eine ganz nebenbei. Dann gab es ja einen Mann, der hieß Max Planck, ne? Den hast du schon mal gehört? Ja, klar. Und der Max Planck, ne? Der war ja so ein bisschen gegen den Herrn, der da gesagt hat, das mit den Schwingungen, nicht? Also, ich weiß nicht, die haben ja beide Nobelpreis gekriegt und zankten sich darüber, was wohl Materie bedeutet. Materie ist messbar, sehr genau darstellbar durch Schwingungen, sagt Albert Einstein. Das versteht zwar keiner, aber das können wir noch drüber reden. Und der Max Planck sagt, nee, das sind keine Schwingungen, das sind Korpuskeln, das sind Quanten. Und daher kommt diese Sache Quantenmedizin. Okay. Also wenn Sie heute Quantenmedizin googeln, dann landen Sie auf einem Spiegelartikel, der Ihnen sagt, das ist Bullshit,
esoterischer Quatsch, Ja, ist dummes klar. Zeug und alles nur Geldmacherei. Das sind aber Leute, die erstens nicht genau wissen, worum es geht. Die haben das so sich wohl in ihrem Kämmerlein ausgedacht. Aber in der Logik müssten die eigentlich sagen, dass Albert Einstein und Max Planck ins Irrenhaus gehören. In der Logik, nicht? Verstehen Sie? Stimmt. Ja, Sie Nicht? haben So, vollkommen recht. diese Leute, also sowas, da sehen Sie, was in unserer Gesellschaft los ist. Also Ja. ein kritischer Journalismus, den können Sie hier vergessen. Den gibt es Okay. nicht mehr. Ja. Okay, wir haben jetzt also uns mit dieser Quantenanalytik beschäftigt und das muss ich Ihnen einfach mal in den Vordergrund setzen, weil das bei uns eine fulminante Nummer geworden ist. Es gibt Geräte schon lange, wo man also über die Schwingungsanalytik die Belastung des Patienten feststellen kann. Beim Menschen setzt man sowas Ähnliches auf wie einen Kopfhörer und das ging meinem Hund nicht. Und da hat mir ein Physiker mal erklärt, das geht wohl ohne Kopfhörer, aber da müsste man 2 Tropfen Blut nehmen und ein Büschel Haare. Sie kennen ja, haben Sie wahrscheinlich schon mal gehört von der Haaranalyse, nicht? Ja, meine Freundin ist Tierheilpraktikerin, die macht das. Die, Das ist das ist genial. genau Das diese ist Ecke. das. Und da gibt es verschiedene Apparate und so weiter und so weiter. Und inzwischen hat sich etwas getan auf dem Markt. Waren ja auch skeptisch gegenüber diesen ganzen Verkaufsorgien, die da mit 40, 50.000 Euro, na, das geht überhaupt nicht. Und da haben wir gesagt, jo, Shane, da gibt es eine Firma Regomed, die sind eigentlich Marktführer, was die Bioresonanz anbelangt. Wir sind auch also Fan von Bioresonanz. Und die haben uns mal so ein Ding hingestellt. Und haben wir gesagt, oha, was wir damit alles wahrnehmen können. Wir können nämlich feststellen, was für Belastungen, wo und was für Belastungen und wie viel von Belastungen im Körper sind. Mache ich mit meinem Hund übrigens auch regelmäßig bei der Tierheilpraktikerin Bioresonanz. Naja, aber das ist ja ein Therapievorgang. Das ist ja was anderes. Ich spreche erst einmal nur von der Diagnostik. Ja, aber da kommt dann auch raus, welche Belastungen da im Das Körper. kann man damit auch machen. Es gibt solche. Okay, Wir können dann. das nicht. Das dauert bei uns zu lange, das können wir nicht. Also was machen wir? Wir nehmen dem Hund 2 Tropfen Blut ab, tun das in einen auf so einen speziellen Vlies, das ist also so ein Tupfer, den man in den Praxen hat, und schiebt ein bisschen Haare darüber und tut das in so ein spezielles Tütchen und das kommt in diese Kopfhörer rein. Und die Kopfhörer werden verbunden mit einem Dunkelkanal, den kann man sich bauen durch so ein Chlorrollen-Inlet. Das sieht dann ganz witzig aus. Schaltet das ein und da kommt tatsächlich genau das Gleiche raus, wie wenn Sie einen Kopfhörer um hätten. Ich habe das ja ausprobiert. Mich selber durchgemessen, dachte, oha, ne? Aber dann habe ich mir 2 Tropfen Blut abgenommen und ein bisschen Haare gezupft und dann kam genau das Gleiche dabei raus. Das ist ja wirklich interessant. So, und jetzt, also die Zeit hat sich ja noch geändert. Ich sage mal, das ist eigentlich das zentrale Thema in unserer Praxis geworden, abgesehen von Chirurgie und anderen Dingen, die also schulmedizinisch auch noch ablaufen. Aber wenn man heute sich fragt, warum ist ein Hund krank? Wieso? Was passiert da eigentlich? Da muss man eigentlich mal hingucken. Wieso ist der Hund krank? Ja, der hat Belastungen, die irgendwann Größen angenommen haben, die nicht mehr vom Organismus toleriert werden können, wo er also zusammenbricht, wo das Immunsystem geschädigt wird, wo dann also irgendwo heißt Schluss und Ende, ich werde krank. Und dieser Entwicklung entgegenzutreten, ist eigentlich ein Ziel in unserer Praxis. Wir sagen, pass mal auf, wir können Ihnen mal zeigen, in welcher Belastungszone Ihr Hund ist und Sie sollten versuchen, diese Belastung zu reduzieren. Sonst wird er nämlich krank. Abgesehen davon kommen ja viele Leute in die Praxis, die ihren Hund tatsächlich krank sind. Das heißt, entweder diese blöden Juckreizgeschichten, das ist also statistisch so nicht bei 30%, Durchfallerkrankung nochmal dasselbe. Und dann kommen natürlich auch andere Dinge, Orthopädie und so. Aber da mal Durchfallerkrankungen und Allergie oder Hautgeschichten, das sind so die Hauptthemen in der Tierarztpraxis überhaupt. Wenn man da nicht hinguckt, dann kann man dem Patienten auch nicht helfen. Sie kriegen nämlich auch raus, klar raus, was der eigentlich nicht essen darf, was Ah, er okay. vermeiden sollte. Und da beschäftigen wir uns gerade mit. Das ist eine ganz tolle Sache. Also wenn wir also 25 Minuten das Blut da in den Kopfhörer drehen und dann eine Analyse haben, wo wir sagen können, pass mal auf, der Hund ist da und da auffällig, der wird da und da krank, dann sollten Sie vielleicht mal die Belastung ändern. Wie macht man das denn heute? Indem man nicht etwa, können die Hund nicht zur Hygiene bringen, also das Wort Hygiene kennt der ja nicht. Aber Sie können Ihren Hund zum Beispiel regelmäßig mit Schwefel versorgen. Sagt Ihnen das was? Mit anorganischem Schwefel? Also, MSM das ist schon? eine MSM ist etwas anderes. Das ist Schon ja wieder Organ, was anderes? das organischer Schwefel. Ah. Thiosulfonylmethan ist was anderes. Also, das ist organischer Schwefel. Aber ich spreche von dem anorganischen Schwefel. Und wenn man den regelmäßig in die Nahrung tut, dann schafft man eine Barriere gegenüber Krankheitskeimen. Es ist tatsächlich wahr, kann man physikalisch nachweisen. Und man erreicht auch, dass anwesende pathogene Keime
zerlegt werden in Schwefelwasserstoff. Und dann stinkt das nämlich so schön. Also denn die Darmgase, die riechen richtig wie nach Stinkbombe. Wow. Ja, das ist eine alte Geschichte. Das hat ein Arzt mal in Deutschland verschriftlicht. Dr. Probst, sagt Ihnen der Name was? Ja, doch, irgendwie habe ich das Der schon gehört. hat die Bücher des Physikums und des Vorphysikums auf dem Tisch und das ist ein ganz kluger Mann. Der hat das für einen Verlag mal aufgeschrieben und da kann man das nachlesen, warum das so ist. Es ist hochinteressant, nur es ist so, Physikunterricht und Chemieunterricht kann man in der Praxis nicht erteilen. Also müssen wir Leute sagen, pass mal auf, entweder Sie glauben uns das oder Sie gehen bitte woanders hin. Man kann nur sagen, nehmen Sie Schwefel, das ist das Erste, was Sie machen sollten, regelmäßig ein in die Nahrung. Und, was ich schon sagte, behandeln Sie Ihren Hund so wie einen Menschen. Das ist das Beste, was Sie machen können. Oder wie sich selber. So. Und drittens ist es so, wenn man weiß, dass zum Beispiel Hunde krank sind, dann weiß man auch, dass das Immunsystem im Keller ist und nicht irgendwo anders. Und zwar richtig im Keller. Und dann sagt man sich natürlich auch, ja, wie kann ich, erstmal müssen Sie die Ursachen für seine Krankheit beseitigen. Klar. Das kann man noch drauf. Und das Zweite wäre eben, das Wichtigste ist, das Immunsystem zu heben, damit es nicht weiter abrutscht. Ist doch klar, oder? Ja, natürlich. Und da benutzen wir, das heißt, empfehlen wir EM, effektive Mikroorganismen. Ah Sagt Ihnen ja, das was? Na klar. Ja, dann ist ja gut. Hatte ich Also immer im Kühlschrank. viele Leute kennen das nicht, brauchen Sie gar nicht in den Kühlschrank stellen. Das müssen Sie gar nicht. Ich hatte Nee. es immer im Kühlschrank. EM, also EM ist ja, also wir benutzen nur diese Urlösung, die Urtinktur. Die füllen wir ab, das kriegen wir in so Literflaschen von Emico und füllen die ab in 20 Milliliter Flakons. Und dann kann man seinem Hund oder seiner Katze oder sich selber ein paar Tropfen in Wasser geben und trinkt das runter, nicht? So, und beim Hund Bis kann man immer das so, ins Futter, geht das auch? geht das auch, ja. Man muss natürlich wissen, der Hund, wenn er Nahrung nimmt, der hat ja eine Infektionsbarriere, das ist die Salzsäure in der Magensäure, nicht? Und nun wissen wir, dass da diese Salzsäuresperre überwinden wenige Keime. Also man sollte es eigentlich so geben, dass er das nicht, man kann das mit der Nahrung geben, muss man aber immer machen, aber die bessere Lösung ist, dass man ihm separat gibt von allem anderen, wenn er nämlich nichts isst. Also wenn er einen ganz normalen Magensaft hat, man kann zum Beispiel ein bisschen Bicarbonatlösung vorgeben, um den Magen, so die Magensäure zu neutralisieren und schickt dann praktisch diese Bakterien in den Magen rein, der dann auch in den Darm kommt. Also nochmal, diese Bakterien muss man in Wasser auflösen und sollte sie dann eingeben, aber vorher, bevor sie das machen, sollte die Magensäure neutralisiert werden oder wenigstens der pH-Wert angehoben werden. Und dann ist das hochwirksam und das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass man das so macht und dann kann man sagen, ja, dann wirkt das an mich auch am besten, aber wenn Sie regelmäßig EM in die Nahrung geben, gehen Sie davon aus, dass das auch eine Wirkung hat. Aber die beste Wirkung hat es tatsächlich, wenn man das isoliert gibt, unter vorheriger Eingabe von Bicarbonat, also Kaisernatronlösung zum Beispiel, ne? Kann man ja machen. Ja, und das ist dann eine gute Sache. Wir merken zum Beispiel auch, dass viele Krankheiten, zum Beispiel bei Katzen, diese blöder Katzenschnupfen, der uns ja so nervt, es gibt ja keine Katze, die keinen Katzenschnupfen hat. Ne? Also mehr oder weniger haben sie es ja alle. Und man merkt tatsächlich, dass allein durch die Eingabe von EM dieser Katzenschnupfen beherrscht werden kann. Bei Katzen, die ganz geistlich ganz unten sind, ist das natürlich ganz schwierig auch. Aber es hilft sehr. Also EM ist also unverzichtbar. Also denken Sie an die Alkalisierung des Organismus. Bicarbonat auch ins Wasser ist ganz wichtig. Also wie viel? Ja, wie viel eigentlich? Das muss man ausprobieren, wie der Hund es akzeptiert. Es gibt auch Katzen, die sagen, nö, das trinke ich nicht. Also muss man irgendwie sehen, dass man damit klarkommt. Die Russen machen das ja so, das ist eine alte Sache in der Volksmedizin in Russland. Die machen heißes Wasser, tun da 2 Esslöffel Kaiser oder Bicarbonat rein und trinken das dann, wenn es abgekühlt ist. Das schmeckt zwar ziemlich übel, das können sie beim Hund auch nicht machen. Also heißes Wasser sowieso nicht. Deswegen ist man eigentlich gehalten, eine gesättigte Kaltwasserlösung herzustellen. Die können Sie auch mit unters Futter geben, aber immer begrenzt, weil man ja weiß, dass man in dem Moment, wenn man ihm, also wenn Sie abgekochtes Futter geben, ist das vielleicht nicht so, aber Vorsicht, es ist ja für den Hund ganz oder die Katze ganz wichtig, dass wenn der Keime aufnimmt, dass die Magensäure die also fasst und zerstört. Wenn man diese Barriere ausbaut, dann ist das so, wie wenn Sie eine Alarmanlage haben, aber das Licht ausschalten, dann kriegen Sie das nicht mit. Man Kann man muss da. denn das ein bisschen mit Hühnerbrühe oder so vermischen, damit der Hund das
Das kann man auch. Aber wie gesagt, es ist einfach, hängt einfach davon ab, ob die Magensäure diese Keime killt oder nicht. Ja, ist klar. So, wenn Sie hier regelmäßig eingeben, dann wissen wir, dass das schon einen gewissen Effekt hat. Aber wie gesagt, normal ist es immer, das separat zu geben. Da sind wir auch in den letzten Monaten erst Okay. richtig drauf gekommen. Das hängt auch Spannend. damit zusammen, dass wir natürlich Feedbacks gekriegt haben von Tierhaltern, die haben darüber nachgedacht. Wir haben das ja nicht erfunden, sondern wir können nur sagen, das ist eine tolle Sache eigentlich. Denn letztendlich ist es ja so, alle Probiotika, die Sie heute kaufen, sind per Gesetz Wärme- oder Strahlenbehandelt. Sie können also nur Keime kaufen, die sich nicht vermehren können. Und das ist natürlich doof, weil Ja, die sollen sich doch vermehren, nicht? auf Also jeden Fall. der Mensch hat ja so bis zu 3 Kilo Bakterien im Körper, also im Darm, wissen Sie. Und der Hund nach Größe entsprechend mehr oder weniger, nicht? Das muss man denn auch sehen. Und wenn solche Bakterien durch bestimmte Umstände verschwinden, wenn also dort also Kahlschlag betrieben worden ist, zum Beispiel durch Antibiotika, Wir reden über die guten Bakterien, ne? die guten Bakterien, aber unter den Guten sind immer auch nur ganz manchmal fiese Möpp, ne, die dann also einem das Leben schwer machen. Ja, die Guten sind auch Platzhalter, mussten Sie wissen. Die Bösen vermehren sich nur dann, wenn die Guten zu schwach oder nicht da sind. So, und wenn Sie diese Platzhalter wieder aufforsten wollen, dann müssen Sie ja regelmäßig EM geben. Also eine tolle Sache. Das ist hier, Wie lange gibt man das dann? das Also gibt ein man Leben eigentlich immer lang eigentlich oder regelmäßig, ja. täglich? Ja, täglich Ja, oder mehrmals täglich, einmal täglich? einmal mindestens, aber ich muss das, Okay. ich vergesse es auch bei meinem Hund immer wieder. Und bei mir vergesse ich es auch immer. Ich mache es immer dann, wenn ich mal wieder am Sonntag Zeit habe, darüber nachzudenken. Dann nehme ich auch so ein Glas Wasser und tue da ordentlich was rein und Prost, so ist das dann. Ich trinke Also das es ist. tatsächlich jeden Morgen. Jeden Morgen Kaisernatron in lauwarmem Wasser mit dem Spritzer Zitrone, dann schmeckt es etwas besser. Dann jetzt Und musst du noch EM nehmen. also Danach. EM nehme ich Jetzt jetzt nicht, aber ich habe gerade überlegt, ob ich, weil mein Hund kriegt in letzter Zeit morgens in sein Wasser etwas forcierte Flüssigkeitsaufnahme vorm Spaziergang. Da mache ich nämlich auch ein wenig Natron rein. Und ich kann ihm das EM auch danach nochmal geben, wenn das sinnvoller ist als abends im Man Futter. kann es, man kann, man muss darüber nachdenken, wie es am elegantesten ist, wie man das eben einrichten kann. Dass sie es überhaupt machen, ist gut. Und dass sie es regelmäßig machen, ist natürlich noch besser. Ich mache das übrigens auch schon seit 30 Jahren, dass ich morgens ein großes Glas Wasser mit Kaisernatron trinke. Also meine unendliche Schönheit und Intelligenz ist natürlich von dem Kaisernatron zuzuschreiben. Ne? Was klar ist, Bände. ne? Ja. Dann habe ich ja in Natürlich. den nächsten 25 Jahren noch gute Hoffnung, weil ich mache das noch nicht so lange wie Sie. Ja, das wird, also Sie werden sich wahrscheinlich äußerlich auch nicht so verändern dann. Der Ah, Witz ist ja der, Säurung spielt beim Alterungsprozess ja auch eine ganz entscheidende Rolle. ja. Denken Sie mal drüber nach. Und in der Kosmetik ist das natürlich auch ein Thema geworden jetzt inzwischen. Also, wer seine Haut alkalisiert, sieht länger jünger aus. Punkt. Ja, richtig. Ich Ja, mache das ist es. hochspannend, also. Ja, es ist wirklich spannend. Aber wie gesagt, beim Hund und Katze sollte man das auch anwenden, wenn man schon die Idee hat, dass Hunde und Katzen Menschen sind. Dann soll Ja, man und das ja über ich das über sie will übertragen. dazu vielleicht noch mal kurz sagen, weil Sie gesagt haben, das ist für Sie so schwer, den Menschen da mit der Ernährung irgendwie was zu erklären, und das dauert halt sehr lange. Ich kriege die Leute mal so, ich bin ja in der DDR groß geworden und bin ja hier auch im Osten tätig und ich sage den Leuten immer, überlegt doch mal bitte, wie ihr in der DDR eure Hunde gefüttert habt. Da gab es kein Hundefutter. Ah ja, stimmt. Unsere Essensreste. Ich sage ja. Essensreste. Ja, naja, der hat halt auch Kartoffeln, Gemüse, ein bisschen Fleisch. Ja, Sie sehen ja, Und die wie das Hunde hier waren sich. nicht so krank. Ja, Definitiv richtig. nicht. Definitiv nicht. Ja, Nee. Und dann. sind sehr alt geworden in der DDR. Also das Ja. bestätigen die mir alle. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also, Ja, wirklich. die DDR hat ja übrigens eine ganze Menge positive Dinge noch in meinem Gedankentum hier. Ja. Ich erinnere mich an den Vorzeigewissenschaftler der DDR, Manfred von Ardenne, den Namen sagt Ja, Ihnen das was, nicht? natürlich. Das war so ein Universalgenie und Absolut. der hat also Sachen erfunden, die eigentlich in der Medizin verschwunden sind. Echt? Ja, er hat dafür Und gesorgt. Tontherapie hatte der doch irgendwie, Ja, ne? das ist aber jetzt wieder am Kommen. Wir haben das ja mal, also echt kommen drauf. Der hat mal eingeführt, das ist aber schon in den 50er gewesen, dass jedes Rettungsfahrzeug für die Menschen, nicht? Auf dem Wagen müssten sie Bicarbonatlösungen haben. Warum? Das war ein hochwirksames Mittel bei Herzinfarkt und Schlaganfall. Ach ja. So, und wir haben irgendwann mal zur Kenntnis nehmen müssen, dass unsere Rettungswagen hier in Deutschland das nicht mehr haben.
Interessant, nicht? Und Ja. das war damals ein absolutes Muss, weil man weiß, dass man damit also wirklich lebensverlängernde Maßnahmen einleiten kann. Also diese Prozesse, Herzinfarkt und Schlaganfall, basieren auf Übersäuerung letztendlich. Der das, der, der hat das kapiert, der Mann von denen, der dafür gesorgt hat. Schlaues Köpfchen. Man hat ihm das ja auch geglaubt. Er hat ja auch noch die Ozontherapie erfunden, nicht? Er hat die weiterentwickelt, aber der hat die auch in der DDR, in dem Ostblock durchgesetzt. Genau. Und dann war Schluss. Und es gab zwei Leute, die mit Ozontherapie in Deutschland was zu tun hatten. Und unter anderem ein inzwischen 90 Jahre alter Tierarzt, der in Gießen arbeitet an der Uni. Und der hatte ein Ozongerät nach Ardenne weiterentwickelt. Das Ah. durfte er aber nicht auf den Markt bringen, weil die Gießener Uni hat das einkassiert, in den Keller geschickt. Ja, und dann gab es einen in Erfurt, der mir sagte, pass mal auf, mach doch Folgendes, wenden Sie sich mal an die Firma, weiß ich auch nicht, wie die heißt, Hermann Apparatebau, die stellen Ozongeräte her für den arabischen Markt. Ich sag, was machen die für den arabischen Markt? Wieso das denn? Ja, in Arabien, also die trinken ja keinen Alkohol, die Männer da, ne? Oder die haben an jeder Straßenecke Ozongeräte stehen, da stellen die, Ernsthaft. ja, ernsthaft, da können sie einen Dollar oder was die da für eine Währung haben, da in den Automaten stecken. Und dann kommt ozonisiertes Wasser dadurch und das trinken die dann. Und wissen Sie Ja. was? Die Jungs kommen auch schneller aufs Kamel. Das ist tatsächlich wahr. Herrlich. Also, ich hab mal auf der Schulbank gesessen, in der Schule gesessen mit einem Jungen, der dann in Saudi-Arabien, der die absolute Zuständigkeit war für Greifvögel. Die haben ja so ein Faible für Greifvögel, da die Leute da, ne? Und der sagte auch, man kann mit Antibiotika diesen Tieren nur Unheil zufügen. Und der hat die Ozontherapie da eingeführt. Und da habe ich mir dann auch gedacht, das ist ja toll, das machen wir auch. Der hieß Ulrich Werneri. Muss ich mal gucken. Werneri war der Typ, war der Oberingenieur für Greifvögel und Kamele, hätte ich beinahe gesagt, auch und für all diesen ganzen Gedöns. Und das ist eine ganz andere Welt, muss ich sagen. Und die hat uns natürlich sehr interessiert. Da haben wir das mit eingeführt und gesagt, okay, Ozon ist natürlich eine tolle Sache. Man muss einfach mal was investieren, um die schlimmsten Dinge auch blockieren zu können. Wir haben ja es entweder mit schwersten Infektionen zu tun. Die Tiere sind richtig todkrank durch Infektionen. Die kriegen alle Ozon rektal eingepustet und zwar sehr hilfreich. Die sehen am anderen Tag anders aus, abgesehen von anderen Medikamenten. Aber Ozon spielt da eine ganz entscheidende Rolle, muss ich sagen. Und wenn jemand auch sagt, also zum Beispiel sehr, sehr schmerzhaft, es gibt alte Hunde, die durch plötzlich, also die man nicht mehr operieren kann, die diese Mittel nicht vertragen. Und wenn man den Ozon eintrichtert, also man macht das ja rektal mit Rektaleingaben, Sie werden es nicht glauben. Die Schmerzhaftigkeit ist für Tage geändert und dann ist das ja auch ein Weg zu helfen, nicht? Vor allen Dingen ist es Wunderbar. außerordentlich preiswert. Sie brauchen bloß eine Sauerstoffflasche und diesen Apparat. Und da muss man einfach nur machen. Das ist wie eine Injektion, die der kriegt, und dann geht es ihm wieder besser. Cool. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Wirksamkeit ja auch enorm ist bei Borreliose. Das muss ich sagen. Das ist auch eine Erfahrung, die in der Humanmedizin abläuft. Es gibt also Borreliose-Kliniken. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Nee. Ich weiß zum Beispiel in Österreich und in Norditalien gibt es Kliniken, da werden richtig Borreliose-Schwerstkranke hospitalisiert und die kriegen mehrfach am Tag übers Rektal, schön groß, Ozon. Und wissen Sie was? Nach 3 Wochen sehen die aber anders aus, das kann ich Ihnen sagen. Haben eine andere, ganz andere Lebensqualität. Ist ja toll. Und das wird hier nicht in Forderung gestellt. Es gibt Nee. viele Leute, die hier Borreliose krank sind und denen hilft man hier nicht. Ja, und denen geht's ja richtig schlecht, ne? Ja, aber mit Ozon, Also. es ist die absolute Hammergeschichte. Und naja, Unglaublich. wie Vor wirkt allen Dingen Ozon? lassen sich Ozon hier halt sehr ist, viele gegen Borreliose impfen. das ist auch nichts, weil es so viele Borreliose-Typen gibt. Es gibt also unendlich viele Borreliose-Typen und Serotypen und die Impfstoffe, Also die heute auf dem sinnlos. Markt sind, die sind also, das ist ja gut gemeint, aber wir wissen ja, was Impfung auch machen kann. Ich wollte nur sagen, die Ozongeschichte von Ardenne und so, die hat uns natürlich auch ein bisschen, sag mal, mutig gemacht, uns auch mit Chlordioxid zu beschäftigen. Das kennen Sie ja, ne? Ja, das. Das ist ja das gleiche Wirkprinzip, das muss ich Ihnen ja sagen. Ja, also mit diesem Chlordioxid habe ich mich auch intensiv beschäftigt und ich habe es auch selber eingenommen. Ich bin vor einem guten Jahr, lag ich wirklich flach. Ich habe das, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben gehabt, Gliederschmerzen und ich habe nichts mehr gerochen, nichts mehr geschmeckt und war einfach nur platt.
Und dann hatte ich vorher mich aber im Zuge von dieser ganzen Corona-Geschichte mit Sachen beschäftigt, was kann man denn machen, falls man es mal kriegt, ne? Und dann habe ich von dem Andreas Kalker dieses Buch gelesen, Ja, tolle Sache. Gesundheit verboten, und dann hat er noch direkt eins für diese Klar. Corona-Geschichte geschrieben, dass man das mit Chlordioxid halt gut Kriegen Sie in den Griff bekommt. Und er hat ja, ja. glaube ich, sogar in Mexiko einen Ehrendoktortitel dafür Ja. bekommen. Dort hat er In mit vielen Bolivien. Ärzten zusammen in Bolivien Ja. geforscht und den Leuten geholfen. Und Und Sie wissen das. ja, ich weiß es, weil ich habe auch Interviews gehört, weil ich schlucke ja nicht einfach irgendwas, ich will dann vorher schon wissen, was das ist. Und das hat mich total überzeugt. Und in diesem Selbstversuch, ich war nach 4 Tagen wieder topfit. Ja, Nach vier herzlichen Glückwunsch. Tagen. Unglaublich. Und ich bin mir sicher, dass es davon war, weil ich habe nichts anderes genommen, ne? Ich habe viel geschlafen, viel getrunken und dieses Chlordioxid mir ins Wasser geträufelt. Ja, wir sind ja Der alle irgendwo, Hammer. wir sind ja alle irgendwo dieser ganzen Geschichte ausgeliefert und ich mache das auch. Ich bin ja also relativ selten krank oder gar nicht. Neulich war ich wieder so vor Weihnachten, hatte ich irgendwie einen Anflug von, jetzt geht's wieder los. Aber davor, das war in dem Jahr, im Sommer davor, wollte ich mal nach meiner Frau eine Reise machen, eine Schiffsreise. Und ein paar Tage vorher kriegte ich also wirklich Beschwerden wie so grippeähnliche Symptome. Und das kam meine Frau auf die Idee, mit diesem blöden Test mich zu testen. Und da sagte sie, du hast Corona. Ja, dann lassen sie dich ja nicht an Bord. Sag ich, ja toll, das war damals so, nicht? Ja. Und dann musste ich dann in so eine offizielle Stelle gehen und tatsächlich haben die gesagt, sie haben Corona, sie müssen also in Quarantäne. Ich habe dann die Reise abgesagt. Ich habe mich 3 Tage mit Chlordioxid behandelt und hatte das nicht mehr. Naja, da war das Schiff inzwischen weg. Gut. Aber sie wieder gesund. Ja, Immerhin. klar. Hauptsache wieder gesund, Das habe ich genau. jetzt wiederholt nochmal irgendwie gekriegt, weil wir sind ja alle umgeben von Leuten, die geimpft sind, nicht? Weiß nicht, sind Sie geimpft? Geben Sie es ruhig zu. Nein. Na, Gott sei Nein, Dank. tatsächlich nicht. Gott sei Dank. Nein, Und, nein, aber nein. die Geimpften übertragen, und das ist ja eine Tragödie, tatsächlich ganz häufig Mutationen. Es kommen ja eine unendliche Zahl von Corona-Mutationen durch die Geimpften auf den Markt, wenn man so will. Also ist die Infektionsbelastung in der Bevölkerung plötzlich eine ganz andere. Die Ursache ist anders. Also Ja. wenn man in einer Massengesellschaft umgeben ist von Leuten, die ständig neue Corona-Varianten produzieren, dann muss man sich wundern, wenn man auch dauernd krank ist. Aber krank sind eigentlich eben hauptsächlich die, die geimpft worden sind, schön groß. Ja, die Erfahrung mache ich auch in meinem Umfeld, genau. Gut, es gibt noch, aber das ist jetzt hier ja Aber ist jetzt hier das nee. Thema sicherlich. Aber Aber Chlordioxid ist wirklich, ich denke auch, dass ich Corona hatte, aber ich habe diesen ollen Test nicht gemacht, aber das war wirklich, also für mich war das ein Wunder. Und ich habe ja von Ihnen mir auch schon Interviews angehört. Und was mich da so beeindruckt hat, war, dass sie das auch einsetzen, um diese multiresistenten Keime zu bekämpfen, die ja ja. in einer Humanmedizin ein Riesenproblem darstellen. Ja, Und wenn klar. das so easy geht, dann ist mir das ein Rätsel, warum das da nicht genutzt und eingesetzt wird. Aber der Andreas Kalker ist ja hier in Deutschland auch gegen Wände gelaufen und Ja, das wird er auch weiter tun. Also ja. ich habe es ja auch selbst erlebt. Wir haben ja auch die Erfahrung gemacht, dass wir also wirklich also schwerste Probleme mit Chlordioxid direkt behandelt haben. Ja. Da gab es so Fälle zum Beispiel, also eines der klassischen Fälle war zum Beispiel vereitertes Knie, was irgendwo operiert wurde und dann kamen die Leute an, wir sollen das Bein amputieren, da haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht, legen den Schlauch ins Knie, der kriegte dann ein paar Tage, wurde der hospitalisiert und der kriegte dann das irgendwie ein und dann haben wir dem durch den Schlauch das ständig auch das Knie damit gespült und siehe da, das ging dann weg und das Bein blieb dran. Wahnsinn. Und dann konnte ich das nicht für mich behalten und habe im UKE angerufen. Wissen Sie, was das UKE ist? Das Nein. Universitätskrankenhaus Kliniken. Eppendorf. Also ganz tolle Ah, Nummer, okay. nicht? Also großartig. Aha. Ich habe mich dann verbinden lassen mit dem zuständigen Kollegen, Humankollegen aus der Infektiologie und habe dem das gesagt. Ja. Und da war ich irgendwie ganz froh, dass ich dem das sagen konnte, weil ich hatte so ein Mitteilungsbedürfnis. Da sagt er zu Klassisch. mir, das werde ich nie vergessen, sagt der Herr Schrader, wenn wir das machen, fliegen wir hier raus. Ernsthaft? Sag ich, wieso das denn? Sag ich, Sie amputieren lieber Beine, als dass Sie das versuchen? Der Da merkte man so, da fror die Telefonleitung so ein, das knisterte so richtig. Und dann war auch Schluss irgendwie. Und das habe ich nochmal versucht, hatte nochmal Kontakt genommen während der Ja. Corona-Zeit mit dem Leiter der Intensivabteilung, Professor, frag mich nicht, wie der mir wieder heißt. Egal. Der wurde auch immer in der Zeitung, der sah immer so elend aus mit schwarzen Rändern unter den Augen.
Und seine Kollegin in Hamburg, das war die mit diesem der komischen Frisur, erinnern Sie sich noch an die? Die war auch in der Forschung tätig. Also ich vergesse diese Namen ja auch immer, aber das waren so die Figuren, die als Experten da im Hamburger Abendblatt vorgeführt wurden. Und den habe ich angerufen und habe ihm gesagt, ich möchte ihn eigentlich bitten, sich das mal anzuhören. Und da sagt er, tut mir leid, mache ich nicht, will er nicht, hat sich geweigert und da war das auch Gespräch zu Ende. Daraufhin habe ich ihm das alles noch geschrieben, habe nie eine Antwort bekommen. Es gab mal auch, das war aber schon vorher, so ein Gremium, das sich mit dieser Infektionskrankheit, die in Westafrika auftrat, Ebola beschäftigte. Das hat ja uns also auch hier ganz schön berührt. Und da gab es eine Ebola-Kommission. Und mit Ebola, also die Ebola-Infektion, die Seuche wurde in Westafrika durch die amerikanische Army zum Stehen gebracht mit Chlordioxid. Wahnsinn. So, daraufhin gab es auch noch andere Dinge zu berichten. Man hat zum Beispiel Malaria in Afrika damit sofort zum Stehen bringen können. Ach ja, okay. Wurde das nicht tatsächlich dadurch entdeckt? Hatte der Andreas Kalker nicht? Ja, das war jemand anders. Aber das war so die Zeit davor. Das war, also es gibt da so einen Bericht drüber. Dr. Schuster, da müssen wir mal kommen. Der hat einen Film darüber gedreht. Und ich bin dem auch sehr dankbar, dass der das so klar gesagt hat. Also da wurde klargestellt, dass mit Chlordioxid Malaria wirklich sehr easy zum Stehen gebracht wurde. Das Problem war, das wurde unter der Ägide des Roten Kreuzes gemacht. Und die haben dann irgendwann gemerkt, dass sie da etwas gemacht haben, was sie nicht hätten machen dürfen. Die haben das versucht, in den Keller zu bringen. Und die haben das auch unterdrückt. Die haben nachher behauptet, das stimmt alles gar nicht, es war gar nicht so. Aber der hat eine Dokumentation gefilmt, wo klar ist, dass also hier Kräfte am Werk waren, von hinten gezogen, also bitte das bitte nicht in die Öffentlichkeit. So war das. So, und das ermutigt einen natürlich, das macht einen richtig mutig, wenn man sagt, ha, nicht, es kann doch gar nicht angehen. Und dann haben wir natürlich unsere eigene Erfahrung damit gemacht und wunderbar, ich muss sagen, wir können darauf auch nicht verzichten. Wir machen es natürlich offiziell überhaupt nicht, weil wir das ja nicht dürfen. Wir Dürfen dürfen das ja, nicht, ne? nein, wir dürfen tatsächlich, es ist so, So krank. Chlordioxid anzuwenden ist nicht verboten grundsätzlich. Aber da ich darüber in der Öffentlichkeit spreche, ist es nach dem Arzneimittel mir verboten, es zu verkaufen. Interessant, nicht? Ja, Also so ist das. muss man nicht verstehen. Nee, muss man nicht verstehen, aber das ändern wir ja auch gerade im Verwaltungsgericht. So, also wir müssen einfach mal davon ausgehen, dass wir eine enorme Chance haben in der routinierten Anwendung von Chlordioxid. Wenn man das vernünftig anwendet, also nach Kalker kann man es in der Medizin, kann man versuchen. Ich bin heute der Überzeugung, dass man das anders machen sollte. In der Tiermedizin ist es ein bisschen anders. Sie können einem Hund nicht dauernd Chlordioxid zu trinken geben. Das können Sie als Mensch mit der Buddel in der Hand, können Sie dauernd was eingießen. Das schaffen Sie beim Hund nicht. Und wenn man heute weiß, wie, wenn man die Verantwortung hat, man kann einen Hund morgens, mittags und abends oder alle 5 Stunden behandeln, dann kann man das machen. Aber man muss auch wissen, Chlordioxid ist nicht stabil. Das haben wir ja untersuchen lassen in einer Uni in Saarbrücken. Wenn man das herstellt, zerlegt sich das. Das zerlegt sich im Takt von 5 Stunden. Sie haben also praktisch, wenn Sie etwas hergestellt haben, nach 5 Stunden nicht mehr das drin, was Sie ursprünglich hatten. Also es ist immer besser, das frisch herzustellen, ne? Vielleicht sagen Sie nachher auch mal ganz genau nochmal, was das ist und wie man es herstellen kann. Weil, wie gesagt, wenn man recherchiert nach Chlordioxid, wird das ja total verteufelt und behauptet, dass Ja, man sich damit gut. verätzt und was weiß Ja, ich. aber Deswegen ist es wichtig, finde ich, dass Sie Chlordioxid nochmal. macht das Gift, wie es ja bei allem ist, ne? Ja, das Ja. ist, aber wissen Sie, wenn man sich mal überlegt, was für Idioten das sind, die sowas sagen, selbst Frau von der Leyen, die kennen Sie doch, ne? Naja, klar. Oder dieser Harald Esch, das ist ja auch an sich, der macht ja eine ganz, ganz witzige Sendung immer mit seiner Wissenschaftssendung, nicht? Kennen Sie, ne? Ja, den kenne ich Die nicht. haben sich, ich habe das gesehen, die haben sich hingestellt und sagen, nee, Chlordioxid ist giftig, das darf man nicht machen. So. Die wissen doch beide ganz genau, dass die Dosis das Gift macht. Überall ist nur Überall, genau. wenn Sie heute Salz nehmen, können Sie sich über Eier streuen, Sie können sich damit aber auch vergiften. Ja. Wissen Sie, wie man das macht? Da eine bestimmte Menge einfach einnehmen, Ja, dann war's das. das war um die Jahrhundertwende, also Jahrhundertwende, 19. Jahrhundert, war ja in Berlin also so eine industrielle Entwicklung im Kaiserreich, nicht? Und da wurden ja sehr viele Frauen vom Lande praktisch veranlasst, als Hausmädchen in den Bürgerhäusern zu arbeiten, nicht? Und dann passierte ja Folgendes. Die wurden erstmal geschwängert vom Hausherrn.
Und da das ja für die, ja, das ist eine kulturelle Sensation eigentlich, muss man einfach mal sagen, nicht? Und da war das natürlich damals so, dass die, also, das war eine Schande. Und Ja, klar. die haben, ich weiß nicht, wie sie sich umge, das war üblich bei den Hausmädchen, diese armen Wesen haben sich dann umgebracht, indem sie 3, 4 Esslöffel Salz runtergeschluckt haben. Dann kriegten sie Oh. Nierenversagen und waren tot. Nach 3, 4 Löffeln. Ja, ich wusste, ein paar Löffelchen sind's, aber. Nehmen Sie mal 3, 4 Löffel. Sie brauchen gar Nein. nicht, Sie brauchen gar nicht aus dem Fenster springen oder von Zug. Sie brauchen bloß, hallo, Stimmt, Tipp so Nummer 7. einfach, Und so ne? einfach, nicht? Und da muss man aber sagen, wenn man das weiß, Oh. sag mal, die sind doch nicht ganz dicht. Nicht? Also, na gut, also ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass es Leute gibt, die müssen eigentlich sagen, dass Albert Einstein und Max Planck ins Irrenhaus gehören. Aber es gibt so viele angeblich Gebildete, die sind so festgelegt oder sagen aus politischen Gründen, lügen sie aus politischen Gründen an, da wird mir ganz schwindelig. Und da gehört Frau von der Leyen übrigens auch zu. Und Ja. der Lesch übrigens auch. So, Punkt. Das habe ich dem übrigens geschrieben, hat aber nie geantwortet. Naja, sag Wen ich wundert's? mal. Wen wundert. Ja, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Wir waren bei Chlordioxid und ich hatte gesagt, dass das halt so verteufelt wird in den Medien und deswegen würde ich es gut finden, wenn Sie es vielleicht nochmal erklären, wie es wirkt und wie es sich zusammensetzt und dass es halt, wenn man es in der richtigen Dosierung einnimmt, sehr, Also, sehr hilfreich ist und nicht gibt. Sie müssen wissen, ich habe eine andere Geschichte als Andreas Kalker. Ich Ja. bin damit an die Uni gefahren nach Saarbrücken und habe mir das mal genau angeguckt, was passiert, wie stellt man eigentlich, wie synthetisiert man Chlordioxid? Und dann muss man einfach sehen, ja, so hier, bitteschön, das können Sie aus Salzsäure und Natriumchlorid machen. Natriumchlorid übrigens nicht mit D, sondern mit T am Ende. Das ist was anderes als das Natriumchlorid mit D. Ja. Ponto, ne? So ist klar. Also nicht Kochsalz, sondern das ist Salz ohne Chlorinsäure. So. Genau. Aber da gibt es eine Formel, die kann man dann aufschreiben. Man muss das können Studenten im zweiten Semester die Syntheseformel aufschreiben. Man muss dann die Atomzahlen berücksichtigen und kommt dann darauf, dass man, wenn man 3,5-prozentige Salzsäure hat, was Standard ist in allen Labors, überall können Sie das kaufen, so Massenware, dann braucht man 22,5-prozentige Salzsäure. So, Punkt. Entschuldigung. Wenn man 3,5-prozentige Salzsäure hat, dann braucht man 22,5-prozentiges Natriumchlorid. So. Und das gab es nirgendwo. Das gab es nirgendwo. Und gesagt, wie mache ich das? Und dann habe ich bei einer Firma angerufen und gesagt, pass mal auf, das brauchen wir in Zukunft. Können Sie mal merken, S3 Chemicals. Die können Ihnen das liefern, literweise. S3 Die Chemicals. haben das ins Programm genommen. Okay. Und da haben wir dann auch interessante Feststellungen getroffen. Sie erinnern sich wahrscheinlich oder Sie wissen es nicht. Ich sage es Ihnen einfach mal. In den Anfängen der Anwendung von Chlordioxid, das wurde ja damals hergestellt mit diesem MMS oder wie das heißt. Ja. Klingt so. Das ist ein Problem. Das sollte man vielleicht nicht so machen. Aber die verzweifelten Eltern von autistischen Kindern haben das angewendet. Die haben das erst ihren Kindern oral verabreicht. Also, tropfenweise, ein Tropfen davon, ein Tropfen davon, Schluck runter oder immer gescheit. Dann haben sie festgestellt, das vertragen die Kinder nicht. Die von 10 Kindern haben sich immer 8 übergeben oder so. Das ist natürlich keine Art und Weise. Und dann sind die dazu übergegangen, in der Selbsthilfegruppe das rektal einzugeben. Und das funktionierte auch. Also autistische Kinder wurden durch Chlordioxid weniger auffällig oder waren in einem Zustand der Akzeptanz eigentlich. Eine unglaubliche Geschichte. Wahnsinn. Da Hab gibt ich es übrigens eine auch ganze Menge Krankheiten, wo man sagen kann, hey, hallo, das wirkt, das können Ihnen ja Andreas Kalker sagen. So, gelesen. und jetzt, diese Selbsthilfegruppen haben das dann irgendwann nicht mehr gemacht, sondern haben es nach Schrader gemacht. Mit dieser 3,5-prozentigen Salzsäure und dem 20. Und wissen Sie was, die Kinder erbrechen sich nicht mehr. Da-da-da-dam. So, jetzt Sehr wissen Sie schön. das. Jetzt ist also klar, also wir können uns davon nicht mehr lösen, man kann das auch anders herstellen. Aber Klartext, wenn man heute andere Prozentualitäten nimmt, dann stimmt die Stöchiometrie nicht, sagt man. Wissen Sie, Chemie hat was mit Mathematik zu tun. Und da muss man schon sehr genau sein. Und wenn man mit Mathematik das ausrechnet, wie das zu sein, dann muss man es auch so machen. So, ich will damit nur sagen, wir stellen das eben so her oder wir lassen das herstellen und die Anwendung ist einfach klar, überall kriegen Sie das jetzt, bei Heilkraft kriegen Sie das, bei Waldkraft, das sind auch so Leute, die das machen und dann kriegen Sie das bei S3 Chemicals und hier in der Ratsche gibt es das auch, können Sie irgendwo kriegen. Bei uns kriegen Sie das natürlich nicht, das ist klar, weil wir das natürlich Ja. nicht dürfen, tralala. Aber wissen Sie was, man kann es ja auch als Infusion geben bei schwerstkranken Tieren. Das habe ich Ihnen übrigens auch gesagt. Ich war Ihre Kollegin da auf der anderen Seite der Leitung. Ja. Ne? Also wenn Genau, man das ja, weiß. sie hat mir das ja per Mail Aber das macht Ihnen ja geschrieben. keiner und das haben Sie ja dann Nee. auch nicht.
Das wäre ja die auch eine Frage an Sie gewesen. Wie bekommt man denn jemanden dazu, das zu tun, wenn man nicht gerade zu Ihnen nach Hamburg kommt? Also ich hatte Das Sie ja will ich gefragt. Ihnen sagen. Wenn Sie sagen, was? Sie machen das nicht? Auf Wiedersehen. Ja, was wollen Sie? Dann haben Sie einen toten Hund. Das ist das Problem. Aber Ja, ja. man muss ihn dazu bringen. Also die Tierärzteschaft ist ängstlich, äußerst ängstlich. Sie wollen alles richtig machen und haben Angst. Sie haben nicht nur Angst vor sich selber, sondern auch vor den Gesetzen. Und das alles unter einen Hut zu bringen, man kann sehr schnell Fehler machen und ist dann irgendwo da in Schwierigkeiten. Ich glaube, das Angstproblem ist da, spielt da eine Rolle. Wenn man jemanden mal in Ruhe zu kennen, sagen wir mal, wo ist die ruhige Gespräch, dann sagen wir es mal auf, das geht so nicht. Sie sollten das anwenden. Ja, da muss man ja seine menschlichen Qualitäten eben raushängen lassen, um jemanden zu überzeugen. Wie macht man das? Indem man das so macht, wie ihre Charakterstruktur das eben hergibt. Ich weiß, dass ich da bei Kollegen auch nicht ankomme. Es gibt Leute, die das absolut ablehnen. Ich hatte übrigens lange Jahre einen Kollegen im Haus, das heißt nämlich immer noch, meinen eigenen Sohn, der eigentlich Angst hatte. Der wollte damit nichts zu tun haben. Der hatte wirklich Angst. Der war dicht. Das hat sich inzwischen geändert, das ist ganz klar. Aber ich weiß, wie schwierig das ist, auch in der eigenen Familie damit umzugehen. Also manche Leute, wir haben ja auch viele, sagen wir, die Anwendung von Chlordioxid in der Familie selber hat sich, da gibt es zwei Lager. Die einen machen das, die anderen machen das nicht. Das hat so viele Gründe, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Also Angst spielt da eine Rolle oder Misstrauen. Auch immer, nee, Sie gehen lieber zum Arzt und lassen sich da das, ja, schön, gut, Ja, okay. muss jeder seinen Weg finden. Aber was ich von Ihnen noch weiß, also wenn jetzt jemand noch mal genau wissen will, wie mache ich das? Sie verschicken, glaube ich, auch, wenn man Sie anschreibt per Mail, so ein Infoblatt dazu, ne? Naja, man kann das ja auch lesen auf der Webseite Kritische Tiermedizin. Da steht Oder kritische also, Tiermedizin. Okay, das können wir mal noch verlinken unter unserem. Der Auf jeden Text Fall. heißt Herstellung und Anwendung von Chlordioxid. Ah ja, okay. Da gibt es allerdings auch einige Verbesserungen inzwischen. Wir nehmen immer möglichst viel Wasser. Also je mehr Wasser man nimmt, umso besser. Und letztendlich ist es auch so, Sie können einem Hund oder Katze nur mit einer Spritze das eingeben. So. In dem Glas Wasser mit Chlordioxid trinken die nicht. Das schaffen sie nicht. Das Die habe ich sind übrigens am Sonntag versucht, ja. mit der Spritze ihm das einzuflößen. Ich habe es natürlich auch hier stehen. Ist auch Was mein haben Sie denn? ständiger Reisebegleiter, Das haben Sie Chlordioxid. versucht, ja. Ja. Gut, aber wie gesagt, wenn Sie es einnehmen, also wir sagen immer, pass mal auf, die höchste Wirksamkeit hat Chlordioxid tatsächlich. Wenn Sie es original haben, das heißt, Sie haben es hergestellt, dann hat es einen pH-Wert von 5,6, das ist sauer. Sagt Ihnen ja was, ne? Ja. Und wenn Sie das ändern, wenn Sie damit in eine Alkalisierung hineingehen über 7, dann zerlegt sich das. Also Vorsicht. Man kann den pH-Wert bei Unverträglichkeit heben mit einer kleinen Zugabe von Natriumbicarbonat. Es gibt eine Firma Ittermann, die hat das irgendwie, der Ittermann, der hat mich mal angerufen, ob er das vermarkten soll. Ja, mach mal ruhig. Die verkaufen dieses Buch von mir und ich habe da übrigens keinen wirtschaftlichen Vorteil von. Also, nee. Und der liefert dann gleichzeitig zwei Flaschen mit, einmal das 22,5-prozentige und das 3,5-prozentige und eine Flasche mit Bicarbonat. Und dann kann man das mit Teststreifen genau austesten, in welchem pH-Wert man landet. Also wenn man das nicht verträgt, dann muss man den pH-Wert heben. Und man kann dann mit Teststreifen genau sehen, was für einen am bekömmlichsten ist. Also man darf das aber nicht über 7 machen. Das finde ich nicht gut. Da Wie ist steht das das Ding. auch? Kann man das auch auf Ihrer Seite Nee, Kritische Tiermedizin das wollte nachlesen? ich eigentlich demnächst mal. Wir haben ja eine ganze Menge Untersuchungen da noch in der letzten Zeit machen können. Ich habe das noch nicht verschriftlich, werde ich aber machen. Und zwar Tipps und Tricks in der Anwendung von Chlordioxid. Wenn man es nach Schrader herstellt, muss man auch wissen, das macht man sofort. Man kann das nicht in den Schrank stellen, dann das gleich nehmen, weil dann eben die absolut Top-Wirksamkeit da ist. Also die Oxidationswirkung geht durch die Decke, kommt aber wieder runter nach 5 Stunden. Und das betrifft natürlich auch das, was Sie sich in den Schrank stellen. Das ist dann nicht haltbar. Man kann durchaus für die Das sind äußere. schon zwei Komponenten, die ich zusammenmische und Ja, dann mit Wasser verdünne. genau. Also das immer tropfenweise. Wenn Sie zum Beispiel ein Reaktionsgefäß haben, Sie haben ein Schnapsglas mit einer Mulde, dann sagen Sie zum Beispiel, mein Hund wiegt 10 Kilo, dann sagen Sie einen Tropfen von dem, von A und den Tropfen von B, Ja. lassen das bei Zimmertemperatur 1 Minute reagieren, dann löschen Dann Sie das stinkt mit, es schön und wird ja, dunkelgelb. genau, und dann löschen Sie das mit 10 Kubikzentimeter Wasser und flößen das dem armen Wesen dann ein.
So. Wenn das verträgt, ist gut. Wenn das nicht verträgt, müssen Sie noch einen Kubikzentimeter Kaiserwasser nachziehen, aber nicht mehr. Ich mache Ihnen das alles mal schriftlich, weil das im Moment, das kann ich also im Moment nur mündlich Ihnen geben, weil ich das nicht. Es geht mir ganz Ja, im Tag super. Kopf rum eigentlich. Man muss Alles das den gut. Leuten auch erklären und irgendwann aufschreiben, aber es sollte ruhig jeder wissen. Man kann damit also ein bisschen arbeiten. Mit Bicarbonat kann man das, wenn man die Bekömmlichkeit verbessert. Man darf aber nicht zu stark alkalisieren, dann löst sich nämlich das Chlordioxid auf. Das heißt, die Elektronenbindungen sind nicht stabil. So. Also Ittermann ist das eine, Andreas Kalker, Heilkraft und Co. Ja, und S3 Chemicals, das muss man einfach mal so auf den Zettel haben, damit man sich damit auseinandersetzt. Ja. Ja, wie lange macht man das? Wir machen das morgens, mittags und abends. Wir geben das, also sagen wir, mach das doch mal, wenn der Hund krank ist, machen wir das morgens, mittags und abends. Also wenn der nicht Infusionen bekommen hat, also 3 Tage liegen wir auf Infusionen bei schweren Vergiftungen, auch bei schwersten Infektionen. Es gibt manche Hunde, die kommen mit 40 Fieberanschlag an, 47 an, das sind totgeweihte Tiere, die kriegen dann Infusionen und dann sind die am nächsten Tag anders drauf. Das ist klar, man merkt das schon. Ich versuche natürlich auch noch die Schulmediziner mit einzubauen, das ist natürlich selbstverständlich. Aber wenn man diese Dinge zu Hause hat, ist das immer schon eine sehr scharfe Waffe. Also wenn ich verreise, nehme ich immer nur 2 Flaschen mit. Auf dem einen steht A, Lösung A und auf dem anderen steht Lösung B und ich vergesse das Schnapsglas nicht mit der Mulde. Dann kann ich mir jederzeit, kann ich mich bei irgendwelchen Infektionen schützen, wenn ich merke, ich kriege sowas nicht. Ich hatte ja mal ein interessantes Erlebnis, das ist aber schon sehr, sehr lange her. Das war das erste Menschenexperiment, was ich gemacht hatte. Da war ich mit meiner Frau in Kuba mit einer Reisegruppe. Und da waren wir irgendwo in der Walachei gelandet und einer dieser Mitreisenden, das waren wirklich nette Leute, ein Vater mit seinem Sohn. Und der Sohn kriegte plötzlich eine Mittelohrentzündung, aber sehr schmerzhaft und sehr unangenehm. Ich weiß nicht, haben Sie sowas mal gehabt? Ich nicht. Er war jedenfalls, der sah irgendwie grün aus im Gesicht, der war krank. Es tut unheimlich weh. Ich hatte das als Und Kind. da habe ich zu dem gesagt, Echte ja, Schmerzen. brechen wir jetzt die Reise ab oder so. Sie wissen ja, wie das so ist. Und er hat gesagt, nee, pass mal auf, komm mal her, du, ich mache das hier. Und da hat sein Vater das fotografiert, um mich nachher zu verklagen, wenn dem die Leber platzt oder so, ne? Und da habe ich dem das eingeflößt, habe gesagt, kommst du jetzt hier und trinkst. Da habe ich das zwei Tropfen, 2 + 2 genommen. Einen habe ich das in ein Glas Wasser gesagt, du trinkst das jetzt. Er wollte das. Er hat gesagt, los, du trinkst das. Ich habe ihn überzeugt, hat das getrunken. Nach 2 Tagen ging es ihm besser. Am dritten Tag wollte er das schon nicht mehr. So, da haben wir die Reise dann auch sozusagen fortsetzen können. Dann hat er mich einmal angerufen und mir gesagt, er wäre dann noch mal beim Hals-Nasen-Ohrenarzt gewesen, aber der hätte nichts gefunden. Ja, was soll er denn auch finden? Nicht? Verstehen Sie? Aber man muss einfach sagen, das sind so Sternstunden der Menschen, wo man sagt, ha, das ist es. Oder wissen Sie, was mir auch ganz, das habe ich heute wieder jemand erzählt, das sind so Erlebnisse, wo man sagt, das wird man nie wieder los. Wir haben ja immer Hunde gehabt. Meine Frau hat, und ich habe immer Hunde gehabt. Also ich war immer Schäferhund Heini und meine Frau hatte einen Briar, einen wunderbaren Hund. Und der war 12 Jahre alt und wurde plötzlich ruckzuck sehr, sehr krank. Was macht ein Tierarzt? Nimmt dem Hund Blut ab, macht ein Röntgenbild und denkt, oha, die Entzündungswerte, Leukozytenwerte knallen durch die Decke. Da Herr ist was. Schrader, darf ich Sie einmal unterbrechen, Ja. damit unser Podcast nicht zu lange wird und Sie Ach so. gerade ein ganz spannendes neues Thema angefangen haben? Aha. Wollen wir das jetzt an der Stelle einmal beenden, dass das eine Folge ist? Wir haben jetzt circa eine Stunde. Oha. Und dann aber gleich im Anschluss eine nächste Folge aufzeichnen und dann können wir nämlich über das Thema noch mal ganz in Ruhe sprechen. Ich finde das jetzt noch mal was Gut, Spannendes dann Neues. machen Sie das mal so, wie Sie das wollen. Sie sind ja Regisseurin. Ja. An dieser Stelle würde ich mich gerne von Ihnen verabschieden, Herr Schrader, Okay. dass wir uns noch einmal verabreden für einen neuen Podcast. Okay. Ich würde Sie gerne auch noch häufiger einladen, weil das ein sehr, sehr spannendes Themenfeld ist. Gerne. Und ich wirklich auch dafür brenne, dieses Wissen oder diese Denkweise, weil es gibt ja verschiedene Lager. Die einen denken wahrscheinlich, wir sind ein bisschen verrückt. Die anderen werden neugierig und andere wiederum werden wir begeistern, weil die genauso ticken wie wir. Und ich sage immer, jeder guckt sich durch seine Brille und sieht das Ganze und hat ein eigenes Weltbild und eine eigene Meinung. Und
Ich möchte auch niemandem irgendwas aufzwingen, aber ich brenne dafür, die Menschen dazu zu bringen, selbst nachzudenken und sich selbst auch mal zu informieren und nicht alles, was in den Medien oder in dem großen Schwarm gesagt wird, nicht immer nur in diesem Schwarm mitzuschwimmen, sondern vielleicht auch mal selber eine Abzweigung zu nehmen und sich selbst ein bisschen zu informieren. Okay. Ja, da kann ich dir nur zustimmen, liebe Vera. Und was ich so toll fand in den letzten 3 Jahren, ist ja, dass ganz viele alternative Medien jetzt auch auf YouTube und auf allen möglichen Kanälen zu sehen sind, wo man sich genau über solche Themen gut informieren kann. Und dann muss sich tatsächlich jeder selber seine Meinung bilden und raussuchen, um was es geht. Aber wir beide sind ja schon lange auf diesem Trip und wir versuchen auch immer den Hundebesitzern zu sagen, Mensch, guckt mal hin bei der Ernährung und guckt mal bei den Zecken, dass ihr vielleicht Kokosöl, Schwarzkümmelöl und solche Sachen verwendet, Da anstelle gibt es ja noch ihrer viel Hunde. bessere Möglichkeiten. Ja, Da da dürfen wir reden wir eigentlich im aufhören. nächsten Podcast drüber und damit der hier nicht so lang wird, würden wir Genau. uns jetzt erstmal verabschieden. Also vielen herzlichen Dank, Herr Schrader. Das war super spannend und super interessant. Ich freue mich immer wieder über neue Sachen und Dinge, die ich lernen kann. Und vieles habe ich selbst erlebt. Bei mir, bei meiner Verwandtschaft, bei meinen Freunden, bei Hunden, die so behandelt worden sind. Und ja, das ist echt cool und ich freue mich aufs nächste Mal. Und in diesem Sinne, Tschüss einen und schönen Abend. vielen Dank fürs Zuhören. Ja, Tschüss, danke. vielen Dank. Tschüss.